Willkommen zurück zu The Long Dark. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch für tolle Sachen finden. Eine fantastische Gipfelbrause, nur für uns alleine. Und auch noch ein bisschen Fleisch, auch für uns alleine. Was für ein Glück haben heute. Wahnsinn. Leider kein Gewehr. Da ist noch was zum Anziehen. Eine Arbeitshose, die brauchen wir nicht. Und ein leerer Plastikbehälter. Na gut, war nicht so erfolgreich hier drin. Macht aber nichts. Wir haben ja eh schon so viel Zeug. Wir sprinten hier rüber. Und dann geht's Richtung Mine zum idyllischen Tal. Wetter ist mal wieder sehr diesig. Ist hier nicht sogar die... Ich glaube, das hier ist die Bärenhöhle. Man sieht ja auch die Knochen. Keine Ahnung, was das für ein Tier war, das er hier gemampft hat. Der Papa Bär. So, und dann geht's hier hoch. Vielleicht können wir sogar schon hier hoch. Werden uns gleich wieder irgendwas verstauchen. Und da oben am Eck läuft auch immer noch ein Wolf herum. Da ganz oben. Aber da müssen wir jetzt hin. Da müssen wir hin. Müssen dann noch einmal ums Eck herum. Aber es sieht alles so ruhig aus. Es ist fast ein bisschen zu ruhig. Ich will nicht das Karma wieder beschwören. Aber es ist fast schon etwas zu ruhig momentan. Unten bei der Tankstelle nur der eine Wolf. Dann beim Herlaufen nur der eine Wolf auf dem Eis. Hier irgendwie gar nichts. Seltsam. Ist wirklich keiner da. Was ist da los? Wo sind die Wölfe? Wer hat die Wölfe geklaut? Mittlerweile kannst du dir ja selber, wenn du einen Herausforderungsmodus spielst, kannst du dir ja selber den Schwierigkeitsgrad einstellen. Wie, wann, was, wie oft spawnen soll, also Essen, die Flora, die Fauna und so weiter. Das kannst du dir alles wunderschön einstellen und dir so deinen eigenen Schwierigkeitsgrad basteln. Fantastische Lösung, wie ich finde. Und da kannst du dir natürlich auch gezielt dann alles super leicht machen, wenn du vielleicht Anfänger bist, Einsteiger bist. Oder du haust wirklich alle Regler nach oben und hast dann eine zum Leben erweckte Hölle, durch die du dich durchschlagen musst. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Durch die du dich dann durchschlagen musst, ja. Also du kannst da wirklich alles einstellen. Gibt es unzählige Regler. Fantastische Sache. Kann ich nur empfehlen, wenn man sagt, hey, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich will zwar das normale Spielereignis, aber ich will weniger Wölfe haben, dann kannst du das da auch machen, ne? Dann kannst du zwar, dann hast du auch wenig zum Essen zum Beispiel, aber du hast vielleicht noch weniger Wölfe, die dich dann nerven oder die dir dann irgendwie im Weg stehen. Und das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Oh, wir gehen mal hier hoch zum, wir gehen kurz hoch. Vielleicht gibt es hier oben auch noch, oh, da kommt ein majestätischer Hirsch. Vielleicht gibt es hier oben auch noch ein Gewehr. Na gut. Aber ich denke, ihr wisst das ja eh alles, was ich hier erzähle mit dem Schwierigkeitsgrad und so weiter. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand dieses Let's Play sich anschaut, dann jemand, der das Spiel auch gerne spielt.
und bestimmt auch schon öfters gespielt hat, als nur einmal kurz reingeschnuppert hat. Das Coole ist halt echt, ne, der Beginn, wenn du noch überhaupt nichts weißt, das ist, finde ich, der schönste Moment. Und das ist halt das auch, worauf ich mich jetzt bei den zwei neuen Karten wieder freue, weil du halt noch gar nicht so richtig weißt, was dich erwartet. Was kommt auf dich zu? Wo sind irgendwelche Bären oder wo sind irgendwelche Wölfe? Wo sind irgendwelche Essenssachen? Wo gibt es Unterschlupf und so weiter und so fort? Das weißt du bei den neuen Karten ja nicht so auswendig wie bei den Karten, wo du schon zig Stunden darauf verbracht hast. Leider kein Gewehr hier. Hier wäre Platz gewesen. Und das, finde ich, ist das Interessante, wenn mal wieder neue Karten herauskommen. Und gerade wenn du als Anfänger das Spiel beginnst, hast du natürlich einerseits Probleme, dich erstmal mit der Mechanik zurechtzufinden und erstmal zu checken, wie das alles hier ineinander greift. Aber du hast natürlich noch eine riesige Welt offen. Eine riesige Welt offen, die völlig von dir unerkundet ist. Wo du nichts weißt, was dich erwartet. Und das ist echt ein schönes Gefühl. Das ist richtig gut. So, wir müssen auf alle Fälle schlafen, wenn wir in der Mine angekommen sind. Wir werden uns wahrscheinlich erstmal durch die Mine durchschlagen und dann, bevor wir rausgehen, werden wir nochmal unser Bettchen aufschlagen. Wir haben aktuell Mittagszeit. Wir werden bis zum nächsten Morgen schlafen und dann Richtung der einen Tankstelle oder was es ist, Gemischtwarenladen war das, werden wir dann laufen. Lauf, Johnny, lauf! Bisschen schneller. Hier läuft normalerweise auch immer ein Wolf entlang. Aber der ist auch nicht mehr hier. Doch, da vorne ist er. Ich habe gerade gesehen, wie er die Ohren gesenkt hat. Yep, da ist er schon. Da hat er mich entdeckt. Okay, den müssen wir jetzt erledigen. Es hilft alles nichts. Okay, wir schauen mal, ob wir vorbeikommen. Ob wir vorbeisprinten können und er uns noch in Ruhe lässt. Was hat er denn hier gemacht? Er hat irgendwas gefuttert. Na, wenigstens. Oh, da vorne ist er. Kreuz und quer über die sämtlichen Steine springt er drüber. Ganz verstört. Der arme Wolf. Da wäre so viel. Guck mal, wie viel Munition wir haben. 95 Schuss noch alleine für die Pistole und für das Gewehr nochmal irgendwie 40 oder so. Unglaublich. So, jetzt müssen wir noch da vorne rechts abbiegen. Okay, der Wolf ist verschont worden. Und dann sind wir auch schon da. Nein, da ist er nochmal. Bei der Pistole, da kannst du auch ruhig mal mehrfach schießen. Habe ich gelernt. Anders wie beim Gewehr, wo du ja wieder schön nachladen musst nach jedem Schuss. Einfach mal so zwei, drei Schüsse ins Blaue. Und wie es jetzt bei uns hier der Fall ist, dann versprengst du einfach mal den Wolf. Ist nicht das Schlechteste. So, ein bisschen Energie ist noch da. Nicht mehr viel, aber ein bisschen ist noch da. Und mit dem bisschen Energie versuchen wir jetzt zur anderen Seite zu gelangen. Ich nehme mal die Fackel noch mit. So, das können wir brauchen zum Aufladen. Sehr schön. Sind halt, ne, 23 Kilo maximal nur noch.
an Tragekapazität, alles andere geht drüber. I could use this. Bleibt hier. Wir könnten uns natürlich eine Notfallspritze geben, aber davon bin ich absolut kein Fan. Nicht. Jetzt in dem Fall wäre es wahrscheinlich sogar okay. Aber da klappst du halt anschließend dann komplett zusammen. Wenn du die Notfallspritze dir reinhaust, paar Sekunden gute Werte, aber dann bist du komplett im Arsch. Und das war's dann. So, links, rechts, unten. Geh mal hier rüber. Die Höhle hier ist ein bisschen verwinkelter. Ich glaube, wir wären, wenn wir oben links gegangen wären, wären wir hier rausgekommen. I think I can use this. Notfalls legen wir uns einfach hier irgendwo auf den Boden. Falls wirklich jetzt nichts mehr geht. Bleibt alles hier. Verband nehmen wir mit. Und jetzt ist es auch schon vorbei mit der Sprinterei. So, links, rechts, wir gehen immer links. Das sieht etwas offener aus. I'm too tired to think straight. Du schaffst das schon. Du musst nur noch durchhalten. Es geht fast nur noch bergab. Bin mal gespannt, ob das Gemeindezentrum aus Episode 3 jetzt auch hier in diesen Karten mit drin ist. Oder ob das wieder Episode 3 exklusiv dann war. Oder vielleicht, ob die Karte wirklich umgebaut wurde. What have we here? Lauter unbrauchbares Zeug. In einer der letzten Folgen habe ich schon mal angesprochen. Es gibt unglaublich viel an Patronen hier. Sei es jetzt für die Pistole, als auch für das Gewehr. Unfassbar. Im normalen Durchgang hast du nicht so viel Zeug. So, wir bleiben auf der rechten Seite. Im normalen Durchgang hast du auch, also gerade bei Stalker hast du auch einiges an Munition, aber ich würde das einfach mal so auf die Hälfte jetzt schätzen. So rund die Hälfte, was wir aktuell haben. Vielleicht noch sogar ein bisschen weniger wie die Hälfte. Und wir schleppen uns aber jetzt schon ganz schön langsam hier durch die Mine. Als hätten wir wieder Gegenwind. So, wir gucken mal kurz rüber, da wäre noch Gewehrmunition auf der anderen Seite. Dafür müssen wir aber einen Umweg in Kauf nehmen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr. Wir haben ja sowieso kein Gewehr. Ach, Mann. Da müssen wir hier jetzt rechts abbiegen. Aber wir sind hier oben schon fast am Ziel. Deswegen spare ich mir das. Wir haben aktuell wie viel Gewehrmunition? 40, 39 Stück. Also wenn das zusammen mit unserer Pistolenmunition nicht reicht für diesen Durchgang, dann will ich nicht mehr Tollfuß heißen. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nicht irgendwie eine Klotz ans Bein gebunden. Ah, das muss locker reichen. Das können wir alles gar nicht verschießen. Schon wieder was. So, Nähzeug brauchen wir aktuell nicht. Wir werden hier oben uns schön in unseren Schlafsack kuscheln. Und werden bis zum Morgen schön durchschlafen.
damit wir nicht wieder bei der Aurora runterlaufen müssen. So, ordentlich gut Kalorien, jawoll. So muss es sein. Dann können wir unsere Lampe noch auffüllen. Und den Rest dann wegschmeißen an Lampenöl. Bleibt nicht mehr viel übrig, 0,06. Weg damit. Oh, ich sehe gerade, unser Brecheisen ist ja auch nicht mehr das Beste. Wir müssen mal Ausschau halten nach Brecheisen. Und da habe ich ja bisher immer wenig ausgetauscht, ne? Ich habe Brecheisen bisher, glaube ich, noch gar nicht ausgetauscht. Das muss ich im Auge behalten. Da müssen wir uns auf alle Fälle darum kümmern. So, es brutzelt wieder. Ah, wir sind ausgeschlafen jetzt echt mitten in der Nacht schon wieder. Das kann doch nicht sein, dass wir... Also, der Charakter kommt echt mit ein paar Stunden Schlaf aus. Wenn ich das so machen würde, im richtigen Leben, ich wäre fix und fertig. 5 Stunden Schlaf, von wegen. Nie und nimmer. Wir schauen mal, wie lange wir noch schlafen können. Nicht müde genug. Okay. 4 Stunden warten. Jetzt noch 2 Stündchen schlafen. Wunderschönstes Wetter. Es sieht so fantastisch aus wieder mal. Da kommst du aus einer dunklen, grauen Mine und dann siehst du sowas hier. Wir müssen lass mich mal kurz überlegen. Wir müssen, ich glaube, hier runter. Ich glaube, da unten sind die ganzen Häuser. Hier müssen wir hin. Deswegen werden wir gar nicht viel Zeit verlieren. Wir schauen mal auf die Karte. Wir müssen... Wir sind aktuell hier oben. Okay, die Karte ist hier etwas gedreht. Also wir sind hier oben raus. Wir müssen hier runter. Wir müssen hier rüber. Und anschließend müssen wir, mal kurz überlegen, ich glaube hier hoch. Hier oben ist dann irgendwo der Aufgang zum Wolfsberg. Ich glaube, wenn man hier durchgeht und dann hier rüber geht. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein und warten dann auf eine Aurora. Und wenn wir ganz crazy sind, dann laufen wir in der Aurora zum Funkturm, der ganz hier drüben ist. Aber das ist schon ein ganz schön langes Stück hier. Ob wir das dann in einer Nacht schaffen, dann müssten wir auf alle Fälle dann auch schlafen. Quatsch, schlafen. Schlafen nicht, sprinten. Natürlich. Um dort rechtzeitig anzukommen. So, wir gehen gleich mal hier links runter. Dann sollten wir auch auf die Straße kommen. Ein Hirsch versperrt uns den Weg. So, sollte nicht hier irgendwo eine Straße sein? Wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter. Und es wird sehr kalt jetzt. Geht schon los, ne? Idyllisches Tal, minus 5 Grad aktuell.
idyllisches Tal My Ass, Mensch. Das hat den Namen nicht verdient. So, da sind die Strommasten. Wir müssen irgendwie jetzt hier runterkommen. Okay, das wird... Oh, das wird jetzt schwierig. Schnell, schnell runter. Es hat ohne Verletzung geklappt. Sehr gut. Und das ist ja hier jetzt doch das schöne Wetter. Nicht der Sturm. Oh, da unten wartet ein Wolf auf uns. Das ist natürlich... Also der ist aber jetzt auch hier unpassend. Zieht sich gleich mal. Wenn das der einzige ist, passt das. Wir müssen über die Brücke. Wir könnten hier noch ein bisschen plündern. Ich würde die Häuser jetzt erstmal liegen lassen, wenn hier der Wolf sein Unwesen treibt. Wir werden über die Brücke gehen. Dann links vorne ist der Laden, der Gemischtwarenladen. Dann schauen wir mal, ob rechts ein Gemeindezentrum ist. Da ist auf alle Fälle ein Riesengebäude da hinten. Und offenbar gibt es jetzt hier wirklich das Gemeindezentrum auch. Tatsächlich. Da werden wir auf alle Fälle auch noch reinschauen. Es gibt dahinter, ne, Kirche und so weiter, auch noch jede Menge Häuser. Jetzt pass mal auf, wir machen das so. Wir müssen zum Gemischtwarenladen. Also wir müssen hier rein. Wir werden erst zum Gemeindezentrum gehen. Werden dort mal schauen, ob es was Interessantes gibt. Und wir werden dann hier drinnen übernachten und warten, bis die Aurora kommt. Dann können wir nämlich hier gleich vielleicht sogar weiterlaufen. Gut, damit ist die Zeit auch schon wieder um. Es ist sehr dunkel hier drinnen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden dort, oh, ein Baumwollschal, werden dort dann hier das Gemeindezentrum miteinander plündern und anschließend auf die Aurora warten. Macht's gut, bis dann, ciao.